Ja, Hallöchen, ich bin's, Tobi, das ist mein Minecraft Let's Play Folge 102, also die zweite Staffel in der, die zweite Folge in der Staffel 1. Staffel 2. Ja, ich rede Schwachsinn. Langes her, 20 Tage, wie man sieht, und super. Ich hab die falsche Welt drin. Nee, das hatten wir schon. Okay, dann bis gleich. Okay, probieren wir es nochmal. Ja, das ist richtig. Das war jetzt so, weil, wie soll ich sagen? Ja, wegen dem Terraformer Craft Let's Play hatte ich mal alle Welten rausgenommen, zur Sicherheit, damit die nicht gelöscht werden. Also hatte ich kopiert in einen anderen Ordner. Da musste ich die letztens löschen, die Welten. Ich weiß nicht mehr wieso. Ich habe jedenfalls gelöscht. Ich wusste, dass ich noch woanders abgespeichert hatte. Und ich habe halt vergessen, die wieder drauf zu tun. Und habe dann einmal versucht, die zu finden und habe dabei die falsche erwischt. Jetzt habe ich nochmal nachgeschaut, gefunden und hier ist sie. Die aktuelle Let's Play-Welt. Ja, was ich vorhabe, ist. Also zuerst mal langes Jahr her. Das ist jetzt. Über 20 Tage, ich glaube 22 Tage waren es jetzt. Stand da. Nee, länger. Egal. Ich glaube irgendwie 28.8. war das. Und wir haben jetzt den 19, den 22.9. Ja, also langs her mittlerweile. Das lag daran unter anderem, dass die Schule wieder angefangen hatte und ich erstmal keine Lust mehr hatte aufzunehmen. Unter anderem wegen Schule. Unter anderem, weil ich mit Feed the Beast neu angefangen habe. Und da wollte ich halt erstmal eine Weile spielen. Ich habe auch schon in Erwägung gezogen, demnächst ein Feed the Beast Let's Play zu machen. Das wäre dann allerdings eine einfachere Variante. Derzeit spiele ich Feed the Beast mit Wagtag auf der 152. Wagtag wurde seit der 152 extrem viel schwerer gemacht. Alles basiert nur noch auf total viel Zeit. Total viel Energie sammeln, um Video-Metal zu bekommen, extrem viel Iridium bekommen und dermaßen viel Redstone und Rubine finden, dass man endlich irgendwann mal genug Chrom hat, um, also Redstone, weil man aus Redstone Rubine machen kann, Rubinstaub, um irgendwann endlich mal einen Fusionsreaktor zu haben. Also man braucht vor allem dermaßen viel Chrom für alle Sachen. Also für alle guten Sachen. Und es ist einfach mittlerweile so scheiße schwer zu bekommen. Das kann ich nicht im Let's Play machen. Das würde zu lange dauern und zu schwer sein. Deshalb würde ich wahrscheinlich eine 1.4.7 Version nehmen. Vielleicht Feed the Beast Ultimate. Mit Wagtag auf jeden Fall. Das, weil sonst wird es zu lang. Obwohl. Ich glaube fast, ich lasse Wagtag weg, weil. Naja. Ist dann einfacher für ein Let's Play. Zur Not mache ich im Nachhinein dann den Wagtag drauf, wenn wir dann schon weit sind, dass wir dann quasi nochmal neue Sachen zu tun bekommen. Naja, das zu den Projekten. Also, das Let's Play werde ich versuchen, in Zukunft endlich wieder regelmäßiger fortzuführen. Und ich bedenke mich, dass ich so viel rumrenne. Weil, ja, mein Hunger. Ja, also wir produzieren ja gerade massenhaft Glas. Allerdings reicht das noch lange nicht. Aus diesem Grunde werde ich gleich offscreen weiterarbeiten. Und dort dann halt Sand sammeln, verbrennen, Kohle sammeln, eventuell. Obwohl ich glaube, Kohle sammeln, das werde ich dann wieder aufnehmen. Naja, ich werde jedenfalls jetzt ziemlich viel erstmal nicht aufnehmen. Einfach, weil das sonst Jahre dauern würde. Aber das Glas platziere ich hier noch. Eben mal so, dass kein Sand zu sehen sein darf. Das war zu viel. Ja, dann würde ich sagen,
pausiere ich und mache das jetzt alles. Obwohl, ich finde, ein bisschen kann ich das ja aufnehmen. Gronkh nimmt ja zum Beispiel auch alles auf. Ich weiß hier mir eigentlich nicht unbedingt an Gronkh ein Beispiel, aber trotzdem argumentiere ich damit jetzt einfach mal. Gronkh nimmt ja auch alles auf, was er macht. Und ich finde, da ich das, ich finde, ich muss die Folgen jetzt nicht unbedingt alle mit dem ereignisreichsten füllen. Ich finde, das gehört zu Minecraft dazu. Also sollte ich im Grunde mit aufnehmen. Dann kommt hier ein Stack rein, da ein Stack rein. Hier mache ich gerade Eisen. Fertig. So, und jetzt mache ich noch Fleisch. Also, wo war ich gerade im Abbauen? Genau, ich wollte hier diese Ebene ein wenig kürzen. Also, hier. Ja, wir brauchen verdammt viel Sand, ist ja klar. Immerhin wollen wir das ganze Ding dort komplett in Glas einhüllen. Soll ich eigentlich demnächst mal mehr PvP wieder machen? Also, ich habe ja in letzter Zeit, ich hatte ja schon einmal das zum Beispiel gemacht, dass ich bei dem Server der Jolly Opitz, das sind ja englische YouTuber, dass ich da in jedes Minispiel einmal reingegangen bin und ein Spiel aufgenommen habe und das dann hochgeladen habe im End und es dann halt alles verlinkt gehabt hatte, sodass man halt wählen konnte, was man wann guckt. Ja, darunter stand schon einmal, dass ich es nochmal machen soll, aber soll ich es mal machen? Ich weiß auch nicht, wieso ich nochmal frage. Oh, Schaufel kaputt. Naja, also soll ich halt eher solche Specials machen, wie zum Beispiel bei den Jolly Opitz auf den Server gehen und dort spielen. Oder soll ich eher weiterhin Let's Play machen? Oder soll ich auch mal Feed the Beast anfangen? Wobei Feed the Beast habe ich im Moment noch keine Lust. Vielleicht wenn mir auf dem Server wieder langweilig geworden ist, auf dem ich ja, also der Privatserver, Hamashi-Server ist das. Wenn mir da irgendwann langweilig wird, dann fange ich vielleicht irgendwann auch an, das aufzunehmen und hochzuladen. Nur dann halt im Singleplayer. Ich hoffe, das wird nicht zu sehr längen, aber ich denke, das wird gehen. Sofern nicht der Server läuft. Ich werde es halt dann nicht auf dem Server machen, sondern wirklich im Singleplayer. Das sollte eigentlich gehen. So, jetzt haben wir wieder das Problem, wir haben keine Kohle mehr, denke ich. Die geht gerade leer. Also müssen wir uns darum wieder kümmern. Wie kann man Kaktuskohle machen? Und Zuckerkohle. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob man die auch einfach zum. Ich habe die nur gesehen, ich weiß nicht, ob man die da auch so verwenden kann. Naja. Jedenfalls geht es dort. Hier leider nicht. Dann bauen wir mal ein wenig Holz ab, um uns Holzkohle zu machen, weil ich habe jetzt keine Lust, in Höhlen zu gehen, dort normale Kohle zu holen. Holz brauchen wir ja sowieso. Hat gerade irgendwie kurz gehakt. Leckt es eigentlich? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Also, meiner Meinung nach leckt es gerade gar nicht. Ich
finde es gerade super, aber es kann auch sein, dass es einfach nur daran liegt, dass ich in letzter Zeit nur noch Feed the Beast spiele und das auf einem Server, der gleichzeitig auch noch auf meinem PC läuft, genau wie Feed the Beast, und es deswegen immer unglaublich laggt, dass mir das deswegen nur so vorkommt, als würde es jetzt nicht laggen, aber ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob es eurer Meinung nach laggt oder ob ihr es so okay findet. Schauen wir Holz da rein. Ich frage mich gerade, um ehrlich zu sein, wie ich das überhaupt machen wollte. Wollte ich hier den Eingang reinbringen oder wieso habe ich das hier so geglättet? Ich denke mal. Ich mache hier noch eins weg. Ich weiß echt nicht, wie ich auf die Idee kam, es zu glätten. Oh, das ist doch nicht natürlich, das habe ich doch so gemacht, oder? Ich hatte eigentlich was ganz anderes im Kopf. Also was anderes, was ich machen wollte. Ich kann doch hier sowas wie einen Garten reinmachen. Genau. Sehe dann irgendwie Zaun ist und dann noch meine Tür. So, aber wo kommt denn da eigentlich Eingang hin? Der sollte möglichst tief sein. Naja, lässt sich noch schlecht sagen. Ich packe erstmal alles in Glas. Vielleicht kann ich dann genaueres sagen. Mal sehen. Hier bedecken, da bedecken. Überall muss Glas sein. So. Okay, ja, das wird noch eine Menge Glas, was wir brauchen. Eine ganze Menge. Produzieren ja auch nicht gerade langsam. Also es geht durchaus ziemlich gut voran. Ich glaube, das wird besonders gegen Ende verdammt verwirrend, wo jetzt schon Sand ist, wo schon Glas. Das sieht man ja dann kaum noch, wenn hier überall schon Glas ist. Ich denke mal, das hier wird dann die Grundebene sein. Ebene 72.
also die äußerliche Grundebene. Es wird noch eine tiefere geben. Okay, die untere Reihe hier ist nutzlos. Die kann leider wieder weg. Sorry. Übrigens, einen Moment. So. Übrigens spiele ich, beziehungsweise habe ich eine Zeit lang in der Alpha gespielt. Einfach so. Ist aber schon länger her, aber immer wieder, wenn ich es mache, ich mal ein bisschen Abwechslung und suche dann nach uralten Texture Packs. Weil heutzutage werden Texture Packs irgendwie viel mehr auf realistisch gemacht, wenn früher Texture Packs irgendwie was anderes hatten. Dann habe ich mal bei Gronkh geschaut, was der so für Videos hat. Also habe noch mal seine ersten Folgen geguckt. Bin dann auch auf eine Seite von ihm gestoßen, wo er seine Texture Packs aufgeschrieben hat, seine alten. Und habe mir mal eins angeschaut, wollte das eigentlich für die Alpha-Version runterladen. Und habe dann festgestellt, dass das sogar immer noch bearbeitet wird und dass das immer noch für die aktuellsten Versionen ist. Und dass das ein vollkommen selbst erstellbares Texture Pack ist. Man kann für alles aus zig verschiedenen Texturen wählen. Und das ist dieses hier. Ich habe das einfach mal so erstellt. Aus allen möglichen Texturen, die zur Auswahl standen, habe ich mir die ausgewählt, die mir am besten gefielen. Ich habe keine Ahnung, ob ihr es mögt. Ich kann es ja mal ein wenig zeigen. Hier ist, glaube ich, alles. Ja. Also das ist dann zum Beispiel Wolle. Das sind die ganzen Erze. Oder ist das das? Ja, das ist es. Okay, die Restroom Beta sehen blöd aus, finde ich. Dafür gab es aber keine bessere Textur. Ich finde es seltsam, dass jetzt im Kreativen muss immer in Blau darunter was steht. Finde ich irgendwie schwachsinnig. Naja, da kann man dann zum Beispiel. Naja, die sehen nicht so toll aus, aber ich wollte irgendwie was daran haben, was irgendwie an das Whetstone an sich erinnert. Deswegen hatte ich da diesen roten Bogen beim Dropper oben und beim Spender habe ich den unten. Also Dispenser auf Englisch. Halt, um die allein daran schon unterscheiden zu können. Das ist jetzt alles. Oh, das hätte ich nicht machen dürfen. Okay. Jetzt weiß ich, dass irgendwo in dieser Richtung eine Festung ist. Also ein Dingens. So sehen die XP aus. Kleine süße Sternchen. Naja, ich finde es ziemlich schön. Aber müsst ihr euch überlegen, findet ihr das hier okay?
Oder wollt ihr lieber andere Texturen, zum Beispiel Standard, haben? Naja. Ich nehme erstmal wieder die Standardtexturen. Meldet euch, wenn ihr was anderes haben wollt. Sand rein. Und wieder ein Stack Glas. Hier mache ich das mal so. Dann erstmal mit Glas verkleiden, danach kann ich es ja verschönern. Okay, ich pause dann noch mal ein bisschen und danach, wenn ich dann wieder da bin, ist die Folge, glaube ich, auch schon zu Ende. Also bis gleich. So, habe mir eine neue Schaufel gemacht, weil die alte kaputt ging. Habe das Ganze hier nochmal ins Tiefer gemacht. Ja, dann platziere ich hier noch den Rest Glas. Und ich denke mal, danach mache ich auch Schluss für diese Folge. Das wird nur ein bisschen schwer, wie ich das mache. Ja, wenn ich das da rundherum mache, in dieser Höhe, weil nur in dieser Höhe mache ich ja den Glas, dann würde das Glas da überstehen. Ich glaube, ich muss das da abbauen und direkt durchs Glas ersetzen. Naja. Das war es auch schon wieder mit dem Glas. Ich bin bis Folge 10 noch nicht eben fertig. Wir können jedenfalls schon bald wieder verzaubern. Unter der Bedingung, dass wir ein Zaubertischchen hätten. Haben wir aber nicht. Okay, ich würde sagen, dann war es das mit dieser Folge. Ansonsten gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich könnte jetzt noch sowas sagen wie, ich würde mich über einen Daumen drauf freuen. Aber selbstverständlich tue ich das, er tut das nicht. Aber ich bette halt nicht um grüne Daumen, deswegen sage ich sowas eher nicht. Ich sage jetzt nur, dass ich es nicht sage. Also ihr könnt mir nicht vorwerfen, dass ich es sage. Ich sage nur, dass ich es nicht sage. Also ist doch kein Problem, oder? Ja. Das war es dann schon, Folge 2 dieser Staffel. Und dann noch die Frage des Tages, soll ich das öfter so machen, dass ich, also soll ich das so machen, dass ich einfach die Aufnahme unterbreche, offscreen weiterarbeite und dann erst wieder mit der Aufnahme weitermache, oder soll ich alles immer aufnehmen? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, falls ihr auf YouTube angemeldet seid. Dann
Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und ich verhungere. Yay.